Ja, hallo zurück bei der Energiewoche 120 Stunden, bei der Energiewende 120 Stunden, Entschuldigung. Wir hatten gerade schon spannende Geschichten aus der Garage Duisburg und aus dem H2 Hub. Jetzt freue ich mich darauf, Markus Sutor vom Climate Founders Programm zu begrüßen, beide im Stream. Diesmal bin ich auf der Bühne hier alleine und Till Krüger von SuperG, dem wir als Startup jetzt direkt die Bühne geben wollen, gleich mit seinem Pitch zu starten, um dann gleich mit dir ein bisschen zu sprechen, wie du darauf gekommen bist, wo ihr steht und wie es weitergeht. Lieber Till, die Stage is yours. Du gibst mir immer mal einen Hinweis, wenn ich hier weiterklicken soll. Das mache ich von der Bühne aus. Wir freuen uns auf deinen Vortrag. Okay, super. Ja, SuperG bietet intelligente Energielösungen für das Baugewerbe, Film- und TV-Produktion und Festivals. Und damit fangen wir auch direkt an. Seid ihr schon mal auf einem Festival gewesen? Die Sonne scheint, die Musik ist fantastisch, jeder ist gut drauf, life is good. Und jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Ein Blackout. Der Strom ist aus, die Lichter sind aus, die Musik ist aus, David Guetta steht im Dunkeln und die Menge tobt. Um genau das zu verhindern, benötigt man eine zuverlässige Stromversorgung auch an Orten, an denen das öffentliche Netz nicht zugänglich ist oder dessen Netzanschlussleistung zu niedrig ist. Und der Stand der Technik dafür sind Dieselgeneratoren. Diese Technik hat jedoch zahlreiche Nachteile. Dieselgeneratoren haben sehr hohe Wartungskosten und wie ihr alle wisst, die Kraftstoffpreise steigen rasant. Und diese Generatoren sind schädlich. Das heißt, sie emittieren tonnenweise CO2 und andere toxische Stoffe. Genau. Und das bringt mich noch zu zwei weiteren, viel größeren Problemen, nämlich, dass Dieselgeneratoren, also dass sehr viele Dieselgeneratoren eingesetzt werden und dass diese häufig überdimensioniert sind. Überdimensionierung bedeutet jetzt, dass die Größe der Dieselgeneratoren anhand der Lastspitzen ausgelegt wird. Das heißt, den größten Teil ihrer Betriebszeit laufen Dieselgeneratoren sehr ineffizient, das heißt, Kraftstoff wird verschwendet. Und das bringt mich zu dem finalen Problem. Diese Generatoren sind weder smart, noch werden sie besonders smart eingesetzt. Und wir wollen mit SuperG diese Probleme angehen. Unsere Lösung besteht zum einen aus dem SuperG Cube, einem mobilen Hochleistungsspeicher, und auf der anderen Seite dem SuperG Digital Core, einer modernen, intelligenten Software zur Digitalisierung des Stromnetzes. So, um das Ganze, die ganze Lösung etwas besser verstehen zu können, lassen Sie sich mal folgende Geschichte erzählen. Dieses Jahr ist Kai, mein Co-Founder, auf dem Shiget gewesen. Das ist ein sehr großes Festival in Budapest. Dieses Festival besteht aus ganz vielen einzelnen Powerzonen, zum Beispiel den Bühnen, den Campingbereichen und vielen weiteren. Habt ihr noch die große Anzahl an verwendeten Dieselgeneratoren im Kopf? Jede dieser einzelnen Powerzonen wird mit Strom aus Dieselgeneratoren versorgt. Wir wollen mit unserer Lösung die Effizienz dieser Dieselgeneratoren deutlich steigern, um so Energiekosten und auch CO2-Emissionen zu reduzieren. Weiterhin wollen wir mit unseren Cubes und unserem Digital Core erneuerbare Energien einfach integrieren. Und mit unserem Digital Core wollen wir auch Smart Microgrids aufbauen. Das heißt, unsere Software, der Heartbeat auf der Smart Microgrids, kontrolliert und überwacht die gesamte Stromversorgung auf zum Beispiel einem Festival. Genau, das bedeutet natürlich super viele Daten. Und jetzt kommen wir mal dazu, was wir auch mit diesen Daten überhaupt machen wollen. Mit unserem Digital Core wollen wir nämlich das Beste aus den Daten machen. Das heißt, die beste Lösung zu den vielen Optimierungsherausforderungen. Angefangen bei datenbasierter Elektroplanung, über Troubleshooting, Peak Shaving bis hin zur Eigenverbrauchsoptimierung von erneuerbaren Energien. Wir wollen eine netzunabhängige und netzunterstützende Stromversorgung neu denken. Genau, das Gute ist, Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut und wir wollen den Markt in zwei verschiedenen Phasen betreten. Zum einen wollen wir unseren Cube verleihen und verkaufen, um so auf der einen Seite Einkommen zu generieren und auf der anderen Seite unseren Digital Core einmal zu testen und auf der anderen Seite weiter zu verbessern. Unsere Vision ist es aber, diesen Digital Core langfristig als eigenständige Softwareplattform im Markt anzubieten, die dann komplett unabhängig von Hersteller und auch Gerät eingesetzt werden kann.
Genau, wir haben jetzt ganz viel über Festivals gesprochen, aber es gibt natürlich noch zwei große Kundengruppen, die ich am Anfang einmal kurz erwähnt habe und die auch sehr stark auf eine netzunabhängige und netzunterstützende Stromversorgung angewiesen sind. Und das ist auf der einen Seite die Baubranche und auf der anderen Seite die Film- und TV-Industrie. Und wenn man sich mal die Anzahl an interessierten Pilotkunden anguckt, würde ich sagen, Problem-Solution-Fit, check. Genau, gucken wir uns die Zahlen nochmal in einem anderen Blickwinkel an. Also wir sprechen hier wirklich von einem Milliardenmarkt. Aber es gibt noch eine Zahl, die uns persönlich sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und das ist, wir haben die Möglichkeit, das Potenzial mit unserer Lösung bis zu 240 Megatonnen an CO2-Emissionen einzusparen. Und ja, wie wollen wir überhaupt ermöglichen, dass wir dafür in der Pole Position sind? Schauen wir uns mal die Wettbewerbermatrix hier an. Wir heben uns zum einen durch die Digitalisierung des Stromnetzes vom Wettbewerb ab und zum anderen durch unseren ambitionierten Anspruch, nicht nur einzelne Assets, also einzelne Geräte miteinander zu vernetzen, sondern ein übergeordnetes Smart Microgrid auf zum Beispiel einer Baustelle, einem Festival und so weiter aufzubauen. Genau, mit unserer Erfahrung im Bereich Management, Consulting, Forschung und Industrie decken Kai und ich, Kai, mein Co-Founder, genau, die Business und das Product-Know-how ab. Und wenn ihr ein Full-Stack-Developer seid oder ein Full-Stack-Developer kennt, der oder die Lust hat, mit uns baut die Baubranche Filme und natürlich auch Festivals nachhaltiger zu machen, dann tretet gerne mit uns in Kontakt. Und wenn ihr generell jemanden kennt, der Lust hat, mit uns über das Thema zu sprechen, sei es aus der Baubranche oder einfach nur generell jemand interessiert ist, ja, kommt gerne auf uns zu. Wir haben auch eine Homepage, superg.io. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, klasse. Vielen lieben Dank, Till. Vielleicht direkt meine erste Frage. 238 Megatonnen CO2-Einsparung als sinnvolles Ziel. Was hat dich persönlich motiviert oder was ist dein Hintergrund, dass du auf diese Idee gekommen bist? Ja, also ich selber habe im Bereich oder bin am Ende meiner Promotion im Bereich Lithium-Ionen-Batterietechnologie. Daher ist ja, die Nähe zu dem Thema Batterien dann auch gegeben. Und tatsächlich ist mein Vater Bauunternehmer und kommt eben aus dem Bereich und kennt auch das Problem, dass Dieselgeneratoren eben eingesetzt werden, sehr ineffizient und natürlich sowieso viel Kraftstoff verbraucht wird und demnach auch CO2 emittiert wird. Und wir haben dann quasi in so einem Brainstorming, gemeinsamen Brainstorming überlegt, hey, wie kann man das besser machen? Und da haben wir quasi genau diese beiden Welten miteinander kombiniert und da ist quasi die Idee daraus entstanden. Sehr cool. Wo steht ihr gerade mit der Reife eurer Idee? Was ist so euer Fahrplan fürs nächste Jahr? Genau, also momentan sind wir auf der Suche, wie erwähnt, nach einem CTO, nach einem Founding CTO. Also das ist auf jeden Fall der nächste wichtige Schritt. Und auf der anderen Seite sind wir jetzt dabei, auch Gespräche zu führen mit den ersten Pilotkunden. Das heißt, wir wollen in dem ersten Schritt wollen wir die Baubranche als Markt betreten und da genau die Prozesse auf den Baustellen nochmal besser verstehen und auch Lastprofile auf Baustellen aufnehmen, also zu gucken, hey, wo finden wir Optimierungspotenziale, um dann eben im nächsten Schritt, nachdem die Pilotkunden eben ongeboardet sind, dann auch diese ja, Optimierungspotenziale zu heben durch den Einsatz von Batteriesystemen. Genau, also da sind wir auf jeden Fall jetzt gerade dabei. Genau, und ja, wenn alles gut läuft, wollen wir natürlich dann im nächsten Jahr dann richtig durchstarten. Das heißt, dann auch gerne Kapital aufnehmen und genau, dann das Ganze nochmal deutlich beschleunigen. Genau. Klasse, ja, vielen lieben Dank für den Ausblick. Zur Herkunft von Super G kann bestimmt Markus auch noch was sagen. Markus, hast du noch eine Frage an den Till? Ich glaube, du hast schon die Sachen ganz gut erklärt. Eigentlich nicht. Prima. Aber wie gesagt, Quasi ein Lob an mich. wie gesagt, der Till und die Idee Super-G ist aus dem Climate Founders Programm entstanden. Und Markus, da würde ich dir gerne die Gelegenheit geben, über dein Programm und deine Motivation jetzt noch ein bisschen was zu erzählen. Vielen Dank dir, Till, bis hierhin. Viel Erfolg. Ja, ich hoffe, wir konnten dir heute auch
noch mal einen Impuls mitgeben, beziehungsweise andersrum, vielleicht kommen jetzt Impulse auf dich zu. Das würde mich total freuen. Weiterhin viel Erfolg. Und Markus, du übernimmst jetzt einfach, ich klicke von hier aus für dich weiter und ich freue mich auf deine Präsentation. Super, ja, herzlichen Dank. Ja, hallo zusammen, ich bin Markus Suthoff, Gründer von Climate Founders. Und ja, warum wir Climate Founders machen, steht auf der nächsten Folie. Das ist im Prinzip der feste Glaube daran, dass das Unternehmergeist und Technologie einer der besten Wege ist, die größte Herausforderung der Menschheit zu begegnen. Und das ist für mich relativ sicher und klar der Klimawandel, weil mit dem im Prinzip alle anderen Aktivitäten und Herausforderungen weggerissen werden können, weil das so fundamentale Veränderungen mit sich bringt, dass das relativ klar ist. Und daraus hat sich dann genau die Vision entwickelt, bis oder ab 2030 so vielen Unternehmen geholfen haben, die dazu beitragen, dieses Problem zu lösen, dass diese Unternehmen zusammen mindestens eine Gigatonne CO2 einsparen. Wenn das mit Super-G super läuft, brauchen wir nur 4 davon, von der Größenordnung. Aber ja, wie das so im Startup-Business ist, versucht man sich halt vorher schon mal ein breiteres Portfolio aufzubauen, dass man auch wirklich sicher gehen kann, das Ziel zu erreichen. Und das sieht man auf der nächsten Folie, wie wir das erreichen wollen. Das ist in den nächsten 5 Jahren mindestens 100 Climate-Tech-Startups zu unterstützen, ganz, ganz früh in den Markt reinzukommen, ihr Team aufzubauen und ihre erste und zweite Finanzierungsrunde einzusammeln. Und das war jetzt zum Beispiel bei Super-G auch der Fall, dass sich die beiden Gründer über unser Programm kennengelernt haben. Und ja, das ist so der, und jetzt geht es quasi in die nächsten Schritte, in den Markt hinein und dann Anfang des Jahres oder in den nächsten Monaten Richtung Finanzierungsrunde und einfach ein tolles Unternehmen zu bauen. Und das ist jetzt so der nächste Schritt. Wie wir das genau im Detail machen, sieht man jetzt hier. Im Prinzip, wenn man diese den oberen, ich sag mal Telekom-Balken sieht, den oberen lila Balken, dort sieht man die Themen Teambuilding, Problem Discovery, Solution Validation, Product Development, Market Testing und Scaling. Das ist etwas, was ich in den letzten 5 Jahren aus dem Lean Startup Konzept heraus entwickelt habe. Ein Prozess, mit Gründerteams zusammenzuarbeiten, die erstmal herausfinden, welche Probleme haben ihre Kunden und wie relevant sind die Probleme und die genau zu verstehen, Lösungen zu erarbeiten und mit diesen Lösungen zu testen und herauszufinden, passen die zu den Problemen und ist es wirklich für die Kunden die Lösung? Und dann eigentlich erst in die Produktentwicklung zu gehen und das dann auch wieder iterativ im Markt zu testen. Und wenn man dann die richtige Ausrichtung, das richtige Produkt, das richtige Geschäftsmodell gefunden hat und der Markt das zieht, dann einfach zu sagen, jetzt skaliert man richtig. Und bis zu dem Punkt begleiten wir die Teams. Und darunter sieht man dann drei Programmbereiche. Das eine ist eben, die Gründer zusammenzubringen im Founders Matching. Dann im zweiten Schritt mit den Gründern im Fellowship über 8 Wochen hinweg an diesen Themen zu arbeiten. So, gibt es echt einen Need in dem Markt? Hat man eine gute Lösung dafür? Und ist das Team stark? Das sind so die Dinge, die man herausfinden muss. Und dann picken wir uns quasi von diesen Teams. Das haben wir bisher mit über 80 Teams in den letzten 2 Jahren gemacht. Und dann picken wir uns quasi die Stärksten raus. Die stärksten 10% waren es bisher. Also von den 80 haben wir uns 8 rausgepickt. Und mit denen dann im Climate Founders Accelerator, was nochmal ein bisschen weniger Programm ist, sondern mehr direkte Zusammenarbeit und das Netzwerk von Climate Founders, was mittlerweile aus über 200 Mentoren, Experten, Investoren besteht, die den Teams einfach freiwillig helfen wollen und das zusammenzubringen und mit den Teams dann auch Finanzierungsrunden einzusammeln. Und das können wir auf der nächsten Folie sehen.
wie das bisher funktioniert hat. Das sind jetzt die ersten 6 Teams, die das Programm durchlaufen haben und die soweit alle schon Finanzierungsrunden eingesammelt haben. Und insgesamt haben jetzt in den letzten 2 Jahren 17,5 Millionen Euro mit den Teams eingesammelt. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass da noch einiges kommt. Und ja, jetzt sind noch 2 neue Teams quasi, die jetzt gerade reinstarten. Und eins davon ist Super G, mit denen es dann quasi in den nächsten Stufen geht. Und jetzt vielleicht noch so ein kleiner Einblick, wie das so aussieht. Also grundsätzlich ist das so, dass alles, was wir tun, komplett remote und digital ist. Also wir haben uns jetzt, das Super G-Team und ich, wir haben uns letzte Woche Freitag getroffen, zum ersten Mal in Person, aber haben irgendwie schon über ein halbes Jahr zusammengearbeitet. Und da sieht man, dass das hinten heraus in dem Accelerator, dann wird es doch nochmal deutlich persönlicher. Aber vorne heraus versuchen wir sehr skalierbar und effizient aufzusetzen und den Teams halt trotzdem stark zu helfen. Und hier sieht man so ein bisschen, wie so ein digitales Meetup zum Beispiel aussieht, wo dann 40 Gründerinnen und Gründer drin sind und wo wir dann an einem Mittwochabend, weil das bisher hauptsächlich in 1-2 Stunden bestimmte Themen abarbeiten, und daran arbeiten. Genau, dann die nächste Folie, da hat man so einen kleinen Eindruck, da sind so ein paar Gesichter, vielleicht auch ein paar, die man zumindest, wenn man in der Startup-Szene affin ist, vielleicht auch kennt, die in den letzten 2 Jahren unglaublich gut unterstützt haben. Und das ist, glaube ich, die Stärke, die wir da aufgebaut haben, dass man über dieses Thema sehr, sehr viele starke Leute gewinnen kann, die einfach sagen, ich will da unterstützen und da muss immer mehr passieren. Und das ist so das Riesenasset von Climate Founders, dieses Netzwerk von begeisterten Leuten, die einfach unterstützen wollen. Und das wäre der Punkt. Und dann bin ich, glaube ich, schon durch. So sieht's aus. Genau. Ja, klasse. Vielen lieben Dank, Markus. Aus eigener Historie, Brick ist auch Partner bei den Climate Founders und ich habe auch schon bei diesem wuseligen Bild teilgenommen, wo wir in mehreren Runden mit den Startups gesprochen haben, gearbeitet, Pitches angeschaut haben und sozusagen die Auswahl auch getroffen haben. Es ist super spannend. Wenn du dir was wünschen könntest an weiteren Partnern, wie kann man mit dir zusammenarbeiten, wie kann man Teil dieser Community werden, die sicherlich super spannend ist und wie gesagt aus eigener Erfahrung sehr hands-on ist, sehr direkter Bezug zu den Teams, zu den Gründern, auch über dich und eben über das Modell. Also mir hat es immer bisher großen Spaß gemacht und ich denke, da könnten doch gerne noch ein paar dazukommen, oder nicht? Auf jeden Fall. Das ist definitiv so. Also grundsätzlich ist es halt sehr, sehr offen und wir schauen halt immer, können wir mit vor allem Personen, wir schauen vor allem irgendwie auf die Menschen, selbst wenn es irgendwie Unternehmen sind, die mit denen man dann irgendwie kooperiert, dann kommt es für mich eher auf die intrinsische Motivation der Menschen an. Macht es einfach Sinn, haben die Lust zu unterstützen und das dann einfach zusammenzubringen und wir, auf der Ebene arbeiten wir dann eigentlich auch zusammen, zu sagen, okay, ich will davon in der Zusammenarbeit profitieren und so, dass beide Seiten profitieren können. Und das kann komplett offen sein. Also das ist halt einfach ein sehr, sehr, sehr offenes Konstrukt, wo es einfach darum geht, einfach mal zu sprechen und zu schauen, kann man irgendwo sinnvoll was zusammen machen? Das kann jetzt, wenn man so aus dem Unternehmenskontext kommt, dann kann es irgendwie sein, dass man sagt, ach, wir haben hier vielleicht ein Problem oder wo wir glauben, wir könnten viel mehr Einsparungen machen, wo es sich vielleicht lohnen könnte, ein Startup auf dieses Problem zu setzen. Sowas ist immer super spannend. Oder wenn jetzt eine Person sagt, ich bin halt in dem und dem Bereich super stark und glaube, da kann ich Startup-Teams sehr gut unterstützen, auch immer herzlich willkommen. Und das ist so, sehr bunt gemischt kann es dann sein. Krass, ja. Das bietet ja viele Chancen. Wann geht's wieder los? Macht es gerade Sinn, sich zu melden? Sind wir schon? Ja, definitiv. Also jetzt geht es quasi in die nächste Runde in 2 Wochen. Das ist jetzt, also wir haben bisher das sehr über Eventveranstaltungen gemacht. Das wird jetzt so ein bisschen anders aufgestellt, dass es ein sehr fließender, dauerhafter Prozess wird. Und dadurch macht es eigentlich immer Sinn, sich zu melden und einfach mal zu schauen, was passen könnte. Klasse. Till, Markus, super, dass wir euch heute hier hatten. Danke für die Einblicke in
eure auch persönliche Motivation, an der Energiewende teilzunehmen. Ich hoffe, dass ihr auch noch was draus mitnehmen könnt an neuen Kontakten, an Impulsen, die ihr von außen bekommt. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Wir machen jetzt nochmal 5 Minuten Pause, ungefähr bis wir um 15 Uhr wieder starten mit der nächsten Runde, die wir gerade vorbereiten. Sie als ZuschauerInnen können sich da also nochmal einen Kaffee holen, nochmal kurz austreten. Und ich freue mich dann auf den Endspurt in den letzten beiden Phasen mit dem E-Combinator Suena und Pionix sowie mit Greenflash und dann am Ende nochmal mit Brick. Da machen wir gleich weiter. Bis gleich.